In Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Ich begrüße die beiden Trainer Frank Schmidt und Daniel Mayer bei mir auf dem Podium und darf dann direkt Herrn Schmidt um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, erstmal Glückwunsch Eintracht Braunschweig und Daniel zum Sieg heute. Am Ende absolut verdient. Ich möchte ja gar nicht so viel sagen, weil ich muss erstmal ein paar Gedanken ordnen, weil das heute von uns eine Leistung war, die man nicht als Leistung bezeichnen kann. Wir haben völlig zu Recht verloren. Wir hatten zwar nach dem ersten Schuss von Kaufmann, wo Kevin Müller gut hält, eine Phase, wo wir in Führung gehen können, vielleicht müssen. Ein paar gute Szenen, konnte auch nicht sauber ausgespielt, aber zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, wo wir einfach die Chancen nicht nutzen. Und sinnbildlich dann auch ja, der Rückstand Mitte der ersten Halbzeit. Wir lassen uns überlaufen auf der linken Seite und können eigentlich den Ball relativ einfach klären, aber präsentieren ihn auf dem Silbertablett und Braunschweig nutzt es zur Führung 1-0. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit Stück für Stück das Risiko auch erhöht, nochmal umgestellt, natürlich viel Ballbesitz gehabt. Ich glaube, zwei, drei gute Möglichkeiten durch Kühle über die linke Seite, aber ihm war es heute auch nicht vergönnt, den Ausgleich zu machen. Aber insgesamt glaube ich, wenn man unsere Körpersprache sieht, unsere Haltung, unsere Einstellung zu diesem Spiel, wie es eben heute gefordert war, dann hat es Braunschweig viel, viel besser gemacht und das ärgert mich maßlos. Ich bin wirklich nicht nur enttäuscht, das ist zu wenig heute. Eigentlich bin ich stinkesauer über die Leistung heute, weil wir können nicht wiederholt uns immer rausreden und schönreden mit unserer überragenden Heimbilanz. Auswärts kann man sich nur nicht so präsentieren, dass man hier heute so mit so einer extrem schwachen Leistung 1-0 verliert, was nicht schmälern soll, dass der Gegner alles investiert hat heute gegen uns. Aber das ist aus unserer Sicht viel zu wenig. Da wird nochmal genau drüber zu sprechen sein. Dankeschön. Vielen Dank, Frank Schmidt. Daniel, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Erstmal vielen Dank, Frank, für die Glückwünsche. Wir sind natürlich froh, dass wir die lange Durststrecke heute beenden konnten. Der Druck wurde jetzt natürlich, ist ja klar, dann auch immer größer. Und für uns war es heute einfach wichtig, ein Erfolgserlebnis zu feiern. Ich freue mich für die Jungs, die schon gar nicht mehr so richtig wussten, wie sich das anfühlt. Also es war dann auch gut, mal eine entspannte und gelassene Mannschaft jetzt unten in der Kabine zu sehen. Ich finde, wir haben uns das ein Stück weit erarbeitet heute. Erste Halbzeit sehr, sehr ordentlich, hochgepresst gegen die Dreierkette, haben immer wieder dann auch Heidenheim zu Fehlern gezwungen, hatten unsere Möglichkeiten, sind dann auch aus meiner Sicht nicht unverdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen problematischer durch die Umstellung, weil wir dann nicht immer das hinbekommen haben, die Raute dann entsprechend zu verteidigen und im Mittelfeld das dann zuzulaufen. Da muss man dann einige schwierige Spielphasen auch überstehen, Unmenge an Eckbällen verteidigen in der Luft, aber man sieht, dass wir da Schritte nach vorn gemacht haben und dass wir da stabiler sind. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir in der Endphase nicht eine der Umschaltmöglichkeiten dann für uns nutzen und vielleicht das zweite Tor erzielen, um ein bisschen früher Ruhe zu haben. So mussten wir zittern bis zum Schluss. Uns ist aber gelungen, jetzt zum dritten Mal in dem Kalenderjahr zu Null zu spielen. Das ist die Basis, das war vorher unser großes Problem und dann reicht an so einem Tag eben auch mal ein Tor. Ansonsten auch tolle Zahlen, wenn man guckt, wir sind jetzt in der englischen Woche, also jetzt auch durch die kurze Pause, trotzdem über 117 Kilometer gelaufen, wir haben 58% der Zweikämpfe gewonnen. Das ist echt ein guter Wert und da sieht man, dass die Mannschaft sich wehrt, dass sie alles investiert und dann sicherlich heute auch am Ende ein bisschen das Glück des Tüchtigen hatte. Vielen Dank, Daniel. Dann eröffne ich die virtuelle Fragerunde. Der ist hier auf meiner Liste. Ist Lars Rücker von der Braunschweiger Zeitung. Bitte, Lars. Guten Abend, Herr Mayer. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie wichtig ist denn dieser Sieg und diese drei Punkte dann auch, ich sag mal, für die Moral und mit Hinblick auf die kommenden Wochen und die kommenden Aufgaben? Es sind ja nicht unbedingt die Leichtgewichte der Liga in den nächsten Wochen vor der Brust. Ja, das treibt uns nicht um. Ich habe in der PK vorm Spiel schon mal gesagt, dass es uns vor allen Dingen darum geht, jetzt mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Also war jetzt das erste Spiel der Rückrunde, es sind extrem viele Spiele zu spielen und in welcher Reihenfolge die Gegner kommen, spielt dann am Ende keine Rolle. Für uns war es einfach entscheidend. Wir sind so lange diesem Dreier hinterhergelaufen und waren in vielen Spielen dicht dran, haben uns die Spiele teilweise selber kaputt gemacht. Und das drückt natürlich einfach auf die Stimmung, aufs Arbeitsklima und die Jungs müssen sich immer wieder aufraffen.
haben alles investiert und dann gehst du in die Kabine und hast halt wieder nichts geholt. Und das war einfach heute entscheidend, dass du so ein bisschen so eine Befreiung hast, dass du siehst, dass du dann auch mal in den ein, zwei Situationen das notwendige Glück hast. Und das ist eigentlich so die entscheidende Erkenntnis. Und da muss man jetzt nicht immer aufs große Ganze gucken. Es war jetzt einfach wichtig, heute den Erfolg zu feiern. Den werden wir genießen. Aber uns ist auch klar, dass das nur ein erster Schritt sein kann. Wir sind immer noch hinter unseren Erwartungen und hinter unserem Schnitt und wir werden auch die nächsten Wochen großen Druck haben. Und deswegen ist es jetzt heute einfach mal gut für den Kopf. Dann haben wir Benjamin Post von den Aalener Nachrichten. Ja, hallo Frank. Vor allen Dingen, zweite Halbzeit ja viele Ballverluste, falsche Entscheidungen getroffen. Hast du da irgendwie eine Erklärung dafür? Neben deiner Enttäuschtheit natürlich. Nee, weil es waren viele Situationen, die eigentlich klar waren. Wir hatten oft Überzahl, gerade über die Kaufmannsseite, wo wir viel zu selten das Spiel verlagert haben. Ich finde auch, dass wir das ein oder andere Mal zu eigensinnig waren, den Ball zu lange gehalten haben. Und wie es Daniel eben gesagt hat, Braunschweig hat geackert, gekämpft und ist dann immer wieder auch in die Zweikämpfe reingekommen. Natürlich kann man nicht immer hier, hat man auch gesehen, der eine oder andere Querschläger drin, aber der schnelle, einfache Ball, der hat mir gefehlt. Einfach auch das Nachrücken und deswegen ist es so nicht zu erklären. Ich habe es ja eben gesagt, wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch ein oder anderen richtig gute Balleroberung gehabt. Die haben wir nicht ausgenutzt und in der zweiten Halbzeit selber dann viele Ballverluste, die unnötig waren. Ich glaube, das ist so ein bisschen, habe auch gesehen, die Körpersprache, die Haltung, die war nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie man dann in der zweiten Halbzeit alles versuchen muss, um zurückzukommen. Und ich kann es nur noch mal sagen, wie ich es eben gesagt habe, darüber wird zu sprechen sein. Von daher ist es nicht so, dass ich als Trainer oder dass wir Trainer da immer gleich Antworten geben können, sondern die brauchen wir dann da selber auch aus der Mannschaft raus. Dann wollen Sie direkt weitermachen, Herr Post, weil die Hand ist noch oben, oder? Nee, danke. Okay, gut, dann Lars Rücker nochmal. Umar Diakite hat heute sein zweites Spiel von Beginn an gemacht. Es war wieder auch eine Viererkette. Und Dominik Widra hat davor gespielt. Vielleicht zu den beiden Spielern. Wie finden Sie, haben die beiden das heute gemacht? Und welche Vorteile bringt denn die Viererkette für Ihre Mannschaft derzeit? Ja, wir haben jetzt einfach das Personal, um auch Viererkette spielen zu können. Das war vorher halt aus meiner Sicht ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir es dann mit mehr Personal in der letzten Linie absichern müssen. Ich freue mich einfach für Omar, dass er den guten Eindruck aus dem ersten Spiel bestätigen konnte. Aber er ist eben auch noch viel mehr für uns, weil er extrem positiv ist, weil er die Jungs immer pusht in der letzten Linie. Wobei ich heute sagen muss, er hat einen Doppelpack verpasst. Ich glaube, in der ersten Halbzeit nach der Ecke schiebt er dann da relativ freistehend vorbei. Und dann noch der Kopfball in der Endphase. Aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Also es bleibt dabei, die Jungs machen das gut. Man sieht einfach, dass wir da eben auch extern Qualität gebraucht haben dann in dem Moment und dass es eben unserer Gesamtstatik hilft. Dominik Wüdra ist, glaube ich, der Spieler gewesen, der heute am meisten gelaufen ist. Er muss ja auch erst auf der Position wieder zurechtfinden. Das ist dann auch ein Unterschied, wenn du eben nicht immer das Spiel vor dir hast. Ich glaube, dass er da auch ein paar Entscheidungen hatte, die auch besser gehen können, wo er mehr vorwärts öffnen muss. Trotzdem ist es ein Spieler, der uns natürlich eine andere fußballerische Komponente noch geben kann. Ja, jetzt eine Reihe weiter vorne und dementsprechend können wir heute zufrieden sein. Gibt es weitere Fragen? Darf ich direkt weitermachen? Bitte. Ich weiß, so kurz nach dem Spiel ist es vielleicht nicht gerade das erste Thema, was einem in den Sinn kommt, aber das Transferfenster hat ja noch bis Montag geöffnet. Gibt es da von Ihrer Seite aus noch Wünsche, Hoffnungen, dass noch was passiert auf der Zugangsseite? Ja, die Frage wiederholt sich ja. Also wir haben ja immer gesagt, dass wir auf alle Situationen vorbereitet sind, dass wir auch prüfen, ob für uns vielleicht noch irgendwas Sinn macht. Trotzdem glaube ich, dass wir, und das habe ich den Jungs heute auch vor dem Spiel gesagt, in der Besprechung jetzt in der Phase sind oder in der Konstellation, so einer personellen Konstellation, wo wir richtig Konkurrenzkampf haben, wo wir die Position doppelt besetzt haben, wo wir auch Variationsmöglichkeiten haben. Und deswegen ist das jetzt erstmal gut und wir müssen jetzt nicht zwangsläufig nach außen gucken. Trotzdem gibt es sicherlich vielleicht nochmal eine Möglichkeit, aber das müssen wir dann eben mit allen Beteiligten prüfen. Und wenn es Sinn macht, sind wir handlungsfähig. Aber da ist jetzt zu früh, noch irgendwie schon ein Statement dazu abzugeben. Weitere Fragen? Ist Lars jetzt auch die Hand runter? Dann gucke ich noch mal in die Runde.
Sieht nicht mehr so aus. Dann vielen Dank. Wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise und Ihnen allen einen schönen Feierabend.